Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play wie immer noch blind, immer noch 100%, zumindest versuche ich das, sofern ich nicht wahnsinnig werde. Wir haben beim letzten Mal in den letzten 4 Folgen genau genommen 7 der 20 verfügbaren Trinkets eingesammelt. Das ist schon mal eine ganz schöne Leistung, wie ich finde, für die ersten 4 Parts. Und wir haben schon 2, beziehungsweise, na gut, 3 Mitglieder gerettet von unserer Crew. Das erste war ja bereits nach der ersten kleinen Intro-Sequenz da und schon auf dem Schiff verfügbar. Daher zähle ich das nicht so richtig mit, aber wir haben 2 quasi gefunden in diesem großen, großen Weltraum, der wirklich riesig groß ist. Ja, der große, große Weltraum, der wirklich riesengroß ist, wirklich kreativ. Nur mit mir so kreativ werdet ihr es nirgendwo sonst sehen. Die Frage ist jetzt, wo sind die nächsten Level? Es sind ja dann noch 2 Level, die fehlen, weil es gibt ja 4 Crewmitglieder, beziehungsweise halt 5, die es zu finden gibt. Und 2 davon haben wir jetzt schon gefunden, beziehungsweise halt 3. Und ja, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Da oben sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Ach Gott. Ich weiß nicht warum, aber diese Musik regt mich einfach immer dazu an, mit zu summen, mit zu irgendwas. Seht ihr da auch so einen kleinen Grafikfehler? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sehen kann, aber im linken Rand befindet sich ein kleiner Grafikfehler. Wobei der, wie ich gerade bemerke, vom Rahmen überdeckt wird. Daher könnt ihr ihn auch gar nicht sehen. Ah, toll. Habe ich wieder wertvolle Sekunden eurer Lebenszeit verschwendet. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich da wirklich für, dass ich sowas tue mit euch. Also wirklich schlimme Sache das. Da war auf jeden Fall ein kleiner Durchgang gerade. Der ist doch sehr... jetzt sind wir auf der anderen Seite. So kommen wir auch um den Tower drumherum. Interessant, weil ich hatte mich schon gefragt. Der geht doch die ganze Zeit nach oben da. Moment, das wäre interessant, glaube ich. Oh. Okay, das ist also nur eine Route, um hier zu speichern. Was gibt's hier unten noch? Wenn ich hier noch einen runterfalle, meine ich natürlich damit. Ich schalte mal so ein bisschen die Map nach und nach frei. Kann ja nicht schaden, würde ich mal sagen. Und das da sah mir gerade extrem nach einem Level aus. Daher versuche ich mal da irgendwie reinzukommen. Wie auch immer halt. Hier ist schon mal ein Teleporter, das finde ich gut. Und was... will mir dieses Terminal sagen, was man mit Enter aktivieren kann, wie es mir schon immer gesagt hat. Despite our best efforts, the dimensional stabilizer won't hold out forever. Its collapse is inevitable. Hä? These coordinates aren't even in this dimension. Okay, interessant. Teleporter ist da, dann gehen wir doch mal hierhin weiter, würde ich mal vorschlagen. Okay, ich bin gerade 2 Felder aus Versehen weitergegangen. Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder 2 gegangen. Ja, das ist schwierig hier. Das ist schwierig im Universum von wie oder auch www. Punkt. Nein. Was haben wir hier? Aua. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe einfach mal freudig weiter nach links gedrückt. So, wie es euch Spaß macht, so wie es euch gefällt. Ihr wollt mich nämlich sterben sehen, das weiß ich ganz genau. Press Enter. Was haben wir denn hier Schönes? Research Notes. The final step in creating the dimensional stabilizer was to create a feedback loop. Ah, schon wieder etwas, was uns freigeschaltet wurde. Wofür auch immer wir das halt brauchen. Keine Ahnung. Kann ich hier jetzt runter quasi? Könnte ich quasi tun. Quasi. Dann könnte ich hier quasi einen Checkpoint mir aktivieren. Und mal versuchen zu gucken, was es denn hier unten noch so gibt. Denn das sieht mir doch sehr suspekt aus, alles. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Checkpoint. Hier geht's runter. Noch ein Teleporter, mein Gott. Was haben wir hier? Press Enter. Personal Log. I've had to seal off access to most of our research. Who knows what could happen if it fell into the wrong hands. Wow. Okay. Ist auch ein Eingang vermerkt. Schaut nicht danach aus, ehrlich gesagt. Was? Wie kann denn da kein Eingang sein? Hä? Und wie kommt man dann da rein? Na gut, ich werde sicherlich schon rausfinden, wie man da reinkommt. Sehr suspekt alles. Hier nach unten möchte ich noch einmal nur, um das mal zu komplettieren, mal wieder. Moment, habe ich da gerade ein V gesehen? Sehr clever, da unten ist ein V. Wie schön.
nachdem wir jetzt alle so herzlich darüber gelacht haben, wie witzig und einfallsreich das doch ist, falle ich doch lieber ein bisschen weiter runter um die Map hier. Noch ein Teleporter, was ist los hier? Um die Map hier ein bisschen weiter. Okay, das sind also Pfeile, die auf den Teleporter zeigen. Okay, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Jetzt möchte ich darunter nochmal nur, um das komplett freizuschalten hier alles. Sehr gut. Also hier brauche ich schon mal nicht mehr hinkommen, denn hier ist nichts, wie es aussieht. Hier habe ich sämtliche Abschnitte schon gesehen, der Map. Gut zu wissen. Das heißt, ich versuche es jetzt mal... Moment. Da ist doch ein Eingang. Sehr gut, da gucke ich doch mal nach. Also ich meine diesen gelben da, ne? Falls... Ups. Wie habe ich das jetzt gemacht? Keep playing. Okay, sehr interessant. Ich weiß gerade nicht, was ich gedrückt habe. Muss irgendwas Tolles gewesen sein. Und ich glaube, dann folge ich einfach mal hier links rum dem ganzen Quadunsel und gucke mal, ob ich irgendwo rauskomme. Ich war ja fast da eben schon. Tatsache, Outer Hall. Ich glaube, da ist ein Level. Befilter. Band need to go. One way room. Conveying a new idea. Haha, conveying. Weil Conveyor Belts heißt auf Englisch Fiesbänder. Haha, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall sind wir mal wieder an einem Level. Das gefällt mir doch sehr. Upstream, downstream. Okay. Lässt sich einrichten. The high road is low. Möchte ich vielleicht mal kurz gucken, ob es da irgendwas gibt? Okay, da muss es irgendwas geben, denn das ist zu schwer. Das ist zu schwer, um der normale Weg zu sein, würde ich mal sagen. Hopp. Okay. Wow, da muss man echt exakt arbeiten hier. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Haha, wer hätte es denn gedacht? One-Way-Room. Deshalb auch One-Way-Room, weil man nicht von der anderen Seite reinkommt. You found a shiny trinket 8 out of 20. Mann, bin ich gut. Okay, was gibt's hier? Sind wir hier? Gut, jetzt sind wir wieder... Nein, Moment. Moment, Moment, Moment. Das müsste dann doch der Raum sein, in dem wir gerade waren. Okay, gut, gut, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Jetzt habe ich es mir zwar künstlich ein bisschen schwerer gemacht, aber macht nichts. Ich wollte wirklich sicher gehen, dass ich noch die richtige Idee habe, wo wir gerade sind. Boldly to go. Okay. Ah, toll. Das war ja schon mal... Wow, echt? Moment. So. Oh. Das ist wieder exakt getimed. Moment. Okay, ich habe eine Idee. Moment. Aber das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Toll. Hopp. Okay, da muss ich noch länger warten. Ist ja unglaublich. Wenn das überhaupt so geht. Wo ich mir noch nicht so ganz sicher mit bin. Hopp. Nein, das war irgendwie klar, dass es nicht klappt. Hatte ich auch ehrlich gesagt nicht mit einem Erfolgserlebnis gerechnet. So wie ja sehr, sehr selten in diesem Spiel. Erfolgserlebnisse sind eher rar gesät. Nein, sind sie nicht. Ich bin einfach nur schlecht. Moment, wie wär's denn, wenn ich einfach mal dann gehe, wenn der runterkommt? Haha, wow, bin ich doof. Bin ich doof. Give me a V, okay. Wow, das ist... Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn jetzt, bitte? Wow, wie habe ich das zur Mitte geschafft? Unglaublich. Select Track. Ist es wirklich ganz egal, welchen ich nehme oder nicht? Gucken wir mal. You choose poorly. Moment. Also ist ganz egal, welchen ich nehme, die sind beide scheiße oder was? Wie darf ich das jetzt verstehen? Aber der hier ist ziemlich gut. Hyperspace Bypass 5. Gefällt mir nicht. Ich glaube, ich sollte dann doch nochmal den anderen mir angucken. Weil das erscheint mir jetzt irgendwie sehr komisch. Wenn ich die Chance überhaupt nochmal dazu habe. Oh, ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht verbaut. Mist, ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht verbaut. Indem ich in den Checkpoint hier reingegangen bin. Okay, man kann es schaffen auf jeden Fall. Damit habe ich mir den Weg schon mal nicht verbaut. Also ich muss es jetzt nur noch wieder zurückschaffen. Ich hoffe, es lohnt sich auch. Nicht, dass ich hier umsonst dahin wieder hingehe. Ups. Was mache ich denn da? Ja, dies wird eine lange Episode, meine Freunde. Naja, so lange eigentlich auch nicht, weil so viel Zeit habe ich heute gar nicht zum Aufnehmen. Nach so einer halben Stunde muss ich
eh aufhören. Ansonsten hört man wahrscheinlich gleich meine Stimme zweifach, weil im Hintergrund rendert gerade ein Video von mir und das wird automatisch ausgegeben, sobald es fertig ist. Was ein bisschen nervig sein könnte, wenn das jetzt kommt, während ich gerade aufnehme. Aber gut. So, jetzt habe ich es schon mal geschafft hierhin. Und jetzt versuche ich mal den anderen, weil das erschien mir jetzt irgendwie sehr komisch. Okay, da ist ein Trinket. Halt, Moment. Wie komme ich da ran? Just keep coming back, heißt es. Von links muss man da irgendwie ran. Ich schätze mal, da kommen wir später ran. Außer ich habe noch was übersehen. Ich werde jetzt langsam ein bisschen argwöhnisch hier. Ein bisschen misstrauisch sozusagen. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wir haben echt nichts verpasst. Daher tut es mir leid, dass ich eure Zeit hier verschwende, aber ich möchte halt nicht unbedingt zweimal in Orte rein, weil man dann so blöde Speed-Ups machen muss und das kostet Zeit und das ist doch doof alles und da und Igitt und hallo, hast du nicht gesehen und so, ne? Ihr wisst schon. Wow. Okay. Plain Sailing from here on heißt dieser Raum. Interessant. Gucken wir mal. Okay. Haha, not really. Ha, du bist so ein Troll, du Spiel, du. Ah, das war so gut. Okay, besser. Das andere war gut. Boah, was mache ich denn wieder für einen schwachsinnigen Schwachsinn, der schwachsinnig ist? Hatte ich schon erwähnt, dass die Musik irgendwie dazu anregt, mitzusummen oder irgendwie anders die musikalische Empfindung oder irgendwie, ne? Ihr wisst schon. Bringt meinen Satz zu Ende und gewinnt einen fantastischen Preis. Hopp. Oh, das ist schwer. Okay. Aber das schaffe ich schon. Da habe ich schon ein Schwereres geschafft, glaube ich. Okay. Doch nicht so schwer, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Aber gut, lass mir das. So, jetzt weiß ich zumindest, wie wir... Nein! Mann. Jetzt weiß ich zumindest, wie wir zum Trinket hinkommen. Das war auch überhaupt nicht knapp. Ein Glück. Ein Glück war das nicht knapp. Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich es nochmal machen. Grrr. Und nochmal. Einfach nur, weil ich es kann, ne? Okay, ich sollte vielleicht auch mal warten, anstatt irgendwie verzweifelt da gleich hinzuspringen, weil ich keine Geduld mehr habe. Dann könnte ich mir ziemlich viele Tode sparen an dieser Stelle, die absolut unnötig sind und einfach nur dumm. Okay. Hopp. Oh, das hat doch immer funktioniert bisher. Warum jetzt nicht mehr? Ich glaube, das Spiel will mich trollen mal wieder. Das war zum Glück mal wieder nicht knapp. Okay, passt. Passt. Guardian Knot. Okay, was auch immer das heißen soll halt. Und ich merke gerade, dass wir jetzt noch keine Chance haben, zum Trinket hinzukommen. Wir müssen hier später nochmal hinkommen. Irgendwie von der anderen Seite. Von unten, von der anderen Seite. Gucken wir mal, wie kommen wir da hin? So kommen wir da hin. Alles klar, machen wir. Machen wir. Ich wollte gerade sagen, puh. Backsliders heißt das Ganze hier. Gut, ein Glück. Ich dachte schon, ich werde hier in einen Checkpoint reingeworfen oder so. Das wäre ja scheiße geworden. Das wäre sehr, sehr ekelhaft geworden, vor allem. Achso, das ist ein Checkpoint. Hahaha. Ich habe nichts gesagt, ne? Oh, das ist schwer. Das weiß ich ja von den anderen noch vorhin, wie schwer das ist. Okay, mach doch was. Mach doch was, glaube ich. Aua. Das tat weh. Warum tust du mir weh, Spiel? Ich könnte dich das... halb eigentlich verklagen. Beziehungsweise den Entwickler, denn Spiele verklagt man ja eher seltenst. Aber den Entwickler, den könnte ich auf Schadensersatz, Verletzung der Menschenrechte verklagen wie sonst was hier und ich würde nicht recht bekommen. Ganz sicher. Ich würde überhaupt nicht recht bekommen. Die Gerichte der Welt, die würden mich sozusagen auslachen wegen meiner Dummheit. Wegen der Dummheit meines Anwalts, der mir die ganze Sache geraten hat. Zumindest sage ich das, dass er mir das geraten hätte. Muaha. Und ja, das wird alles sehr, sehr schön. Und nachher trinken wir Tee und essen ein paar Kekse mit Kuchen. Kekse mit Kuchen, auch sehr, sehr lecker und zu empfehlen.